Moin Moin! Was haben wir auf dem Zettel? Wir wollen, was heißt wir wollen? Ich will, das ist auch totaler Scheiß, ne? Moin! Was liegt an? Windfahnenanbau, die Windfahne soll angebaut werden. Dann will ich mich um den Motor kümmern. Habe ich ein paar Ersatzteile hier, das übliche halt, ne? Ölfilter, Spritfilter, haben wir noch, neuen Impeller für die Siegkühlwasserpumpe. Dann habe ich noch Schalter für die Bilgenpumpe, für die elektrische Bilgenpumpe. Die will ich ja quasi zusätzlich zu meiner Handpumpe einbauen. Und da das hier ein Holzschiff ist, habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze dann mit so einem kleinen Raspberry Pi überwache, der dann eben halt mir eine SMS schickt, wenn ich nicht an Bord bin, wenn die Pumpe läuft. So, und da ist mein zukünftiger Schwiegersohn in Spe, ist da dran am Arbeiten und hat das Projekt auch schon fast fertig. So, dass wenn ich dann, keine Ahnung, hier auf Dienstreise bin oder wie auch immer und ich hier keinen Wassereinbruch habe, auf jeden Fall die Pumpe, die elektrische Pumpe springt an, dann kriege ich eine SMS auf mein Handy. Das, so ist der Plan, das finde ich ziemlich geil. Ja, da freue ich mich sehr drüber. So, Magnetkompass ausbauen habe ich auch gesagt, glaube ich. Da habe ich das große Glück, dass ein lieber Freund von mir sich der Sache annimmt und da neue Kompassflüssigkeit einbringt und den ein bisschen überholt, da freue ich mich sehr drüber. Hat er echt einen Stein bei mir im Brett, ey. So, das haben wir, das haben wir, das habe ich angesprochen. Was habe ich noch vor heute? Ob ich das heute alles schaffe, ist wieder die Frage. Wahrscheinlich nicht. Drinnen Elektrik will ich noch ein bisschen machen. Ich will also die beiden großen Batteriebänke will ich parallel schalten für Licht- und Stromverbraucher, weil das immens zugenommen hat hier, ne? Die ganze Filmkrimskrams, E-Zigarette, Tablet, Telefon und. Also man braucht Strom für Navigation und so weiter und so fort. Und dann will ich zusätzlich jetzt noch eine Starterbatterie einbauen, eine etwas kleinere, die ich dann eben halt nur für den Motor nehme, nur für das Starten am Motor. Ja, so haben wir das. Batterie. So. Aber als allererstes kümmere ich mich um die Windfahne heute. Also die Windfahnenanlage will ich gerne anbauen. Ja, so machen wir das. Und danach sehen wir weiter. So, anfangen, Leute, anfangen. Hier liegt das gute Stück. Und ich wollen heute mal hier am Heck anbauen. Hier entsteht jetzt das erste Lager für die untere Aufnahme. Also hier ist ja nachher das untere Lager und das wird dann hier die Platte, womit ich das befestigen werde. Da habe ich mich jetzt einmal hier im VA verbohrt. Nicht richtig gemessen. Knick in der Optik gehabt und jetzt haben wir hier das andere Teil hier, das passt besser und dann werden wir jetzt hier das passend zuschneiden. So können wir das erstmal lassen. Meine Mutter würde sagen, nicht schön, aber selten. Ich denke, stabil genug ist das
Das werde ich jetzt so erstmal anbauen als unterstes Lager und damit dann erstmal eine Probefahrt machen. Und wenn sich das alles bewährt, werde ich das dann anschließend noch verschweißen, wenn es notwendig ist. Okay, weiter im Text. So, das untere Lager ist dran. Jetzt muss ich den ganzen Kram ausrichten und mich ums obere Lager kümmern. Oh, läuft aber ganz gut so eigentlich. Ja, das wird was. So, mal sehen, was das jetzt wird hier. Ich versuche jetzt mal das Rohr zu quetschen und dann zu bohren, damit ich mir die Querstreben bauen kann. Alter Schwede, ich bin ja mal gespannt, ey. Das sieht ganz gut aus. Schöne Kaltverformung. Ja, mal rausholen. Ja, geht besser als ich dachte. Da kann ich mit arbeiten. Da, das ist doch picobello. Das wird gebohrt und dann kann ich mir meine Streben bauen jetzt. Ja, gefällt mir sehr gut. So, und hier oben werde ich das gleiche ja auch machen. Mit dem Gequetsche und dann hier mit einer Schelle. Und dann kann ich nämlich nachher im Wasser die ganze Anlage noch ausrichten, justieren quasi, weil ich den Winkel jetzt, wie soll ich jetzt ganz genau den Winkel hinkriegen? Ich weiß ja auch noch gar nicht, was sich da nachher bewährt. Also ich kann die Anlage in der Höhe dann verschieben, wie ich will. Und halt auch im Kippwinkel kann ich das noch leicht nachjustieren. Ja, das gefällt mir sehr gut. Okay, da kann man nicht meckern. Also mit dem Ergebnis kann ich bis jetzt gut leben. Jetzt wollen wir mal die Längen abmessen und dann die anderen Seiten machen. Es ist so scheißen kalt schon wieder. Aber wird. So, jetzt mache ich hier die Seiten, die Längen. Da, das gefällt mir ganz gut. Und die Seite, die Länge. Ja. So, eben noch schnell die anderen Seiten biegen und dann sind wir auch bald fertig. Das ging echt besser, als ich mir das vorgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Hat man ja oft so, ne? Manchmal hast du eine Arbeit, da denkst du, wow, mache ich mal eben und dann dauert das, tja, Stunden, Tage, Probleme über Probleme und dann hast du andere Sachen, da denkst du, oh, das könnte kompliziert werden und das geht dir so von der Hand, ne? So ist das heute, richtig geil, ja, ja. So, Windfahne hängt. Projekt auch abgeschlossen, siehst du. Funktioniert auch ganz gut. Ich kann das jetzt über den Hebel auch schön justieren, dass ich das dann nachher auch im Winkel schön einstellen kann, die Feineinstellung. Ja, sehr schön. Auch schön fest, schön stabil. So habe ich mir das vorgestellt. Das muss ich natürlich dann langfristig oder nicht langfristig, kurzfristig muss ich die Hecklertüchte umhängen, weil die hängt natürlich jetzt genau hinter der Fahne. Apropos Fahne, jetzt habe ich mir erstmal ein Feierampel verdient. Okay, dann wollen wir mal den Impeller ziehen. Dann gehe ich mal in den Maschinenraum. Jo, ja. So, machen wir mal fix die Schrauben auf. Da wird es Impeller wechseln in Echtzeit, ey.
So, ne? Ah, kleine Schlittschraube. Oh, jedes Mal anders. Dann hast du Imbus, dann hast du Schlittschraube. Hier haben wir Schlittschraube. Zacke die. So, so saß er drin. Stellen wir uns hier so hin. Zack. So, wie gesagt, ich wollte mir die Welle mal angucken. Normalerweise zieht man sie nicht ganz raus. Weil ich natürlich jetzt das Problem habe, dass ich jetzt hier durch die beiden Simmerringe wieder sauber zurück muss, ohne da was kaputt zu machen. Den Zustand kenne ich auch nicht von den Simmerringen. Aber egal, ich wollte das mal hier sehen hier. Ja. So, jetzt machen wir schön sauber und bauen den Neuner wieder ran und dann stecken wir den ganzen Kram wieder zusammen, machen das sauber, bauen das zusammen und dann ist die Pumpe fertig. Da sieht man schon hier, dass sie hier läuft. Fühlen tust du halt nichts, aber sehen tust du das. Hier hinten die Aufnahme sieht gut aus. So, die Papierdichtung, die sitzt da so gut drauf und sieht auch echt gut aus noch, wie ich finde. Die lasse ich erstmal und probiere das damit. Dann habe ich die zweite Papierdichtung nämlich noch in Reserve. Ein bisschen flutschi. Siehste. So, jetzt muss ich im Pumpengehäuse unten sauber machen. Okay. So, ich habe immer so eine Schiss bei den Schrauben, weil ich als alter ursprünglicher Maschinenschlosser habe ich immer Schiss, dass ich den Scheiß abreiße. Naja, muss man halt aufpassen. Also wie gesagt, ein, zwei Probleme haben wir oder Problemchen. Einmal brauche ich jetzt einen neuen Feinfilter, weil die mir da den falschen geliefert haben. Ich habe mir das schon gedacht, ey, aber naja. Jetzt habe ich halt die Bestätigung. Da bestelle ich dann neun. Das ist kein Problem. Und die zweite Sache ist, die ich mir jetzt unbedingt auf den Zettel aufschreiben muss, ich muss mir ganz dick hier hinhängen, ist einmal die... Das Feinsieb, der Vorfilter von der Förderpumpe, von der Kraftstoffpumpe, die hat also da mit der Membrane und so weiter und Hebel, Pump, Pump, Pump und so, da kann man so einen kleinen Deckel abnehmen und da ist so ein kleines Feinfilter-Sieb drin. So, das muss man auch mal reinigen hin und wieder. So, ich habe jetzt festgestellt, dass diese Pumpe noch nie geöffnet wurde. Das siehst du an dem Deckel, da war noch nie ein Mensch dran. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt eingebaut und verbaut. Kriege ich diesen Deckel gerade nicht ab. Also wenn ich diesen Deckel abbauen möchte, ich kriege ihn so nicht ab. Der ist verklebt mit Lack und so weiter. Nichts zu machen. Dafür müsste ich jetzt die Pumpe ausbauen, die Kraftstoffförderpumpe. Also nicht die Einspritzpumpe, sondern die Förderpumpe. Ist eigentlich auch kein großes Ding, habe ich aber jetzt keinen Bock drauf. Ich werde das erstmal jetzt, wie gesagt, bis auf dieses Sieb, mache ich die Kraftstoffleitung ja da alle komplett neu und dann... Schauen wir mal, was der Motor nachher sagt. Und wenn ich dann Probleme habe, schreibe ich mir auf meinen Superzettel jetzt auf. Feinfilter, Förderpumpe. Das ist das eine. Was ich mir auch unbedingt aufschreiben muss auf meinen Zettel ist, die Seewasserpumpe. Also die Kühlwasserpumpe, wo ich den Impeller gewechselt habe. Da ist mir aufgefallen, dass unten an der Bohrung, wo die dann anfängt zu lecken, wenn die Simmerringe kaputt sind, da sind ja zwei Stück drin, ne? Na, da ist so ein bisschen jetzt hier Nase, da ist so ein bisschen Flüssigkeit, ja. Also man sieht, dass da mal so was gelaufen ist. So. Nun ist es aber so, dass der Motor ja, keine Ahnung, hier 1986, der ist ja schon ein bisschen älter. Und wenn das jetzt eben halt über 40 Jahre so eine kleine Laufnase da ist, entstanden ist vom Schwitzen oder was weiß ich, dann ist das in Ordnung. Aber ich muss jetzt, wenn ich den Motor nachher zünde, muss ich mir das... unbedingt angucken, ob das akut ist. Dann muss ich da die Simmerringe nämlich noch wechseln. Darf ich nicht vergessen. Ja. Und dann verlege ich an dort meine Pfeife.
Das nervt mich. Und ich muss andauernd die Musik ausmachen, wenn ich Filmchen mache. Das nervt mich auch. Aber das muss halt sein wegen YouTube, wegen den Rechten und so weiter. Ja, aber ansonsten geht's voran. Und jetzt fange ich noch ein bisschen an, hier an der Elektrik rumzuspielen. Mit der zweiten Batterie. Mal ein bisschen leichtere Arbeit jetzt. Und ja, so sieht's aus, Leute. Ciao, ciao.